So, wie join ich da jetzt? Tether Raid. Oh. Nee, da kann ich aber nicht zufällig. Passwort, Passwort, hier ist Passwort. Oh, guck mal. Oh. Ist Flugtyp. Ja, aber wenn es Tether kristallisiert, dann ist es doch nur noch Boden, nur noch Elektro. Deswegen haben wir ja nach dem Tether-Typ. Weil der Tether-Typ überschreibt ja die normalen Typen, die es hat. Deswegen reicht das ja. Ich komme da aber auch dauernd durcheinander, denkt ihr nichts. Ein Fee Alola Kokowai. Da wäre die Ente als Flugtyp. Oh, geil. Rhyperior als Eis? Oh, was es alles gibt, ey. Das ist so geil. Galar Slowking als Stein? So Keks. Keiner mag so Keks. So, Passwörter sind da. KT6 P13 KT6 P13 passt. Noch nie jemandem so beigetreten. Das hat als Streamer kommen die Leute halt einfach zu dir normal, ne? Gott. Nein, überhaupt nicht überheblich oder so. Nein, nein. Du kannst einfach zufällig irgendwo beitreten. Oh, wild. So. Skarmory. Nice. So hat er gesagt, ich soll einfach mein Ding mitnehmen. Mein Palkia. Naja, Palkia. Er hat halt nichts anderes. Zapdos. Normales Slowbro. Nice. Das Butter wäre dumm wegen Stahl, merke ich gerade. Das Butter. Warum? Ach so, stimmt. Ich sage jetzt ohne Scheiß. Das Butter, ich verstehe es nicht. Warum ist denn das Butter Gesteinunlicht und nicht Bodenunlicht? Das ergibt immer noch keinen Sinn für mich. Ich fände Bodenunlicht so viel geiler auf das Butter. Aber es ist ja eh schon stark genug. Aber damit wäre es halt noch stärker. Aber jedes Mal wieder. Mein erster Gedanke, das ist hier Bodenunlicht. Ach nee, warte mal. Da hat er den Bodentyp verloren für Unlicht. Dämlich. Es ist so dämlich. Gut, aber Despotar mit Stab Earthquake wäre halt einfach broken strong. Ich verstehe schon, warum man es eben nicht gemacht hat. Es wäre trotzdem geiler. So. Yay. So geil aus. So, wo ist meine Ground Attack? Boah, wieso darfst du denn instant anfangen? Ich hatte noch nicht mal. Why? Das ist doch alles scheiße. Darf ich bitte auch? Hallo, mach mal langsam. Ich mach nie so viel Schaden. Ich glaube, einmal geht noch und dann heile ich immer, ne? Wäre eine Idee. Dann ist es so 60, 70, ne? Ja, aber das hilft uns, sorry, ne? Auf die Beine! Ich hab gar keine Muschelwaffe drauf. Nur wieder eine Muschelwaffe. Ich kenne die Muschelglocke, die mein Azumarill vorhin hatte. Oh, ist aber nicht viel geheilt. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Nee, das ist nicht gut. Ja, aber nochmal. Hier fühle ich mal keinen Schaden. Nee. Kommt das Erdbeben. Ich heile gerade einfach nur gegen, ne? Halt mir einmal, geht noch. So, ich kann nicht mehr heilen. Das ist mein letztes Mal. Signature von Galalamos. Ich habe das damals schon nicht benutzt. Oh, irgendjemand hat gerade sau viel Schaden gemacht. Oh. Nice.
Pull Heal, sehr schön. 60, 70, sage ich ja. Oh, ich freue mich so auf Crystal Legacy. Wow. Ich freue mich so auf Crystal Legacy nächstes Jahr. Weiß nicht, ob ich vielleicht doch noch Wahrhahn nicht Eisenabwehr. Das ist jetzt gemein. Death, oh, Death plus 2. Oh, du Frechdachs. Mein Tether wäre Wasser. Mach das mal lieber. Na, wobei. Ist egal. Was soll ich sagen? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich noch warten soll, bis der ROM-Hacker Kanto noch sich drum kümmert oder. Hey, ist Kanto egal. Sind wir mal ehrlich. Dann haben die Trainer in Kanto halt nicht die besten Pokémon. Ich kann übrigens nicht mehr heilen, ne? Bin fast tot. Willst du mal angemerkt haben. Ah, ich glaube, der wurde geheilt. Danke. Ne, aber Crystal Legacy ist. Es klingt so geil. Es ist halt einfach ein ROM-Hack von Crystal, so wie Crystal damals hätte sein sollen zur Release. Ohne diese wilde Levelkurve im Midgame, der Abfall, das ich bin tot, der viel zu leichte Kanto Postgame. Und in der Rückrunde, damals schon. Gab es ja in Gen 2 noch nicht. Ich glaube, die Rückrunden für Top 4 gab es erst ab Gen 4 oder 5? Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Mir gehen auch die Erdkräfte, glaube ich, aus, oder? Habe ich das richtig gesehen? Meine drei habe ich noch. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird ein super tolles Projekt. Es ist halt Crystal. Es ist die beste Edition von allen. Niemand kann mir Crystal schlecht reden. Ich weiß, dass Gen 2 seine Probleme hat. I know, aber... Macht einfach das immer am meisten Spaß. So. Tot. Nee, immer noch nicht tot. Da ist doch gar nichts mehr. Der Balken... Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, der Balken ist doch leer. Ich durfte aber nochmal eine Attacke auswählen, die dann nicht ausgeführt wurde. Natürlich fangen, um Gottes Willen. So. Oh, habe ich einen Ball, der nach Stahl aussieht? Ein Timerball. Farblich? Ja, doch so weiß, ein bisschen rot. Aber du kommst in den Timerball. Dann mit dir. Und GG, genau. Dann haben wir super gemacht. Danke fürs Mitnehmen. Das Skarmory freut mich richtig. Weil... Gen 2. Aber es ist halt auch so ein Problem. Wann hat man Skarmory gefangen? Ich glaube auch erst am Silberberg, ne? Und ich, allein dafür muss ich Crystal Legacy, also den ROM-Hack, der heißt nämlich Crystal Legacy, spielen, weil Mistrevious, also Soundfugil, in Peak City fangbar ist und nicht erst im Silberberg. Das einzig neue Geist-Pokémon. Pack's in das allerletzte Gebiet vor dem Final Superboss. Habt ihr sie noch alle, Game Freak? Das ist so dumm. Oh, und er hat auch Stats von Pokémon gebufft. Das heißt zum Beispiel, sowas wie Taunfugil ist halt einfach usable dann. Oder Corazon oder so. Deswegen, das wird so geil, das zu spielen. Ich habe mir das die Patch-File da schon runtergeladen. Ich habe sogar schon eine ROM gepatcht damit. Du musst deine eigene ROM halt selbst patchen in einem Patch-Tool. Du kannst das nicht einfach runterladen. Das wäre illegal. Du musst deine eigene ROM, die dir gehört, benutzen. Das ist, und es muss ein Englischer sein. Aber ich habe ja Crystal auch auf Englisch zum Glück. Deswegen alles easy. Silberkronkorken. Nice. Wiesenperle. Ja, gut. Ja, guter Loot. Kraft fordert Lamos ist so nice. Aber immer vorher dieses dreimal Eisenabwehr und Ränkeschmied zieht halt Zeit. Ja. Deswegen, ich mag dieses Vorbereiten nicht. Sion, hast du einen Schildterrus? Hilterus, das war das Gen 4 Fossil, ne? Panzerehre und das Flugstahl-Pokémon. Seine ausgefallenen Federn sind dünn und scharf. Es heißt, dass sie einst auch als Schwerter benutzt wurden. Sehe ich? Wenn so ein Panzerehre und irgendwie an Altersschwäche stirbt, dass du eben einfach dann die Flügel rausreißt? Also aus dem toten Ding oder abschneidest, abbrichst, wie auch immer. Da einfach einen Holzgriff hinmachst, Panzertape drumherum und dann hast du ein Schwert. Ja, doch, sehe ich. Im Mittelalter oder halt Sui? Ja, ja. Na, Bolterus. Ach, ihr farmt die alle über die Ray. Jetzt verstehe ich das auch, wo ihr die das Viecher immer habt. So, was mache ich denn jetzt? Haben wir gar nicht so viel trainiert, wie ich eigentlich wollte, ne?
Wir hatten ja noch das Problem mit dem Top 4 Menschi da. So, lass mal Arcani noch irgendwie auf Level 80. Ich wollte gerade 100 sagen. Los, töt mal alles. Ich loot so lang. Wir müssen ein bisschen leveln. Los. Was steht da hinten? Das ist ein Kleinstein. Ich dachte gerade, das wäre ein Gudra. Also die Schnecke aus Gen... Oh Gott. Ist die Drachenschnecke Gen 5 oder Gen 6? Ich bin mir gar nicht sicher. Gen 6, ne? Nee, Gen 5er Hexorus. Gudra ist XY. Hallo, Mackie. Ja. Also Gen 6. Oh, Arcani ist zu erschöpft. Sie hat gegen Geodok verloren. Hier, Revanche. Hol's dir. Au! Was mit diesem Geodok? Okay. Arcani kämpft nicht gegen Geodoks. Das funktioniert nicht. Fotografiere ein schwimmendes wildes Pokémon. Schon wieder. Habe ich doch schon. Ach, das Geodok ging jetzt. Was war mit dem Geodok da hinten los? Zwei Geodoks hier? Beim Full Life das Geodok nicht gepackt vorhin. Aber hier packst du drei. Das ist ja gar nicht so wild. Was mit diesem... Jetzt gehe ich da hin. Bist du shiny? Nee, ne? So, deswegen das nicht gemacht hast? Wäre auch golden. Na ja, komm, mach das dann noch. Wir müssen halt leider ganz kurz trainieren. Die beiden Purpur-Legis? Okay, ich lese mal nicht weiter. Das ist wahrscheinlich Spoiler. Oh, da steht einer. Hallo. Im Canyon-Areal gibt es ziemlich viele Klippen. Mach dir mal langsam, damit du nicht irgendwo runterstolperst. Oh, den haben wir schon bekämpft. Oh, damit. Schade. Ein Leichtstein. Hm. Immerhin geht's trainieren dadurch sauschnell. Was bekommen? Gefühlt immer die 7 bis 10 gleichen Aufgaben. Ja. Ja, da habe ich schon befürchtet. So, warte mal. Gegen ein wildes Terror. Ja, ich. Okay, es sind wirklich die Overworld-Terrors gemeint. Kann das sein? Also. Siberio? Haben wir dich schon? Ja, okay. Ich brauche ein schwimmendes Pokémon, das ich fotografieren kann. Hallo? Hallo? Warum ist denn jetzt hier nichts im Wasser? Ich darf nämlich nicht fotografieren, während ich auf dem Ding bin. Ist das dumm? Was ist das denn? Ja, hier. Das ist ja wirklich... Gilt tauchend auch? Okay, tauchend gilt auch. Stelle eine TM her. Was ist mit dir? Moment, was hat das mit Magnetpolen zu tun? Hä? Ich weiß nicht, worüber du redest. Noch ein Duraludon und Drache. Nee, gegen Drachen sehe ich noch schlechter aus. Ich muss jetzt mal ganz kurz in der Story fortkommen. Ihr könnt gerne euch gegenseitig helfen noch. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen vorwärts kommen. Der macht zwar Spaß zu raiden. Aber nur Raid bringt mich halt leider nicht vorwärts. Das sieht doch gut aus. Das hier Feuer wunderbar. Hier waren wir offenbar noch nicht. Mach hier mal alles platt. Los! Hm. Ich muss mich gleich heilen. Warte. So, mal einfach weiter. Nee, bitte kamen wir. Hallo. Töten. Nicht nachdenken, Arcani töten. Genau, und nimm den Loot mit, der da rumliegt.
Also mit dir, Golbit, haben wir. Warshaw-Quill. Ja. Gut, so, das haben wir schon hier dran. Was ist das? Reed-Servers, das habe ich schon. Das haben wir vorhin eins gefangen. Möchtest du? Aber das hätte ich, glaube ich, brauchen können. Ja. Akani, warum rettest du mich nicht vor dem? Nein, das dauert mir zu lang. So. Töten, alles. Guck ich nochmal. Akani? Kommst du? Ich mag diese Oberweltkämpfe wirklich. Das hat schon was. Allein, weil ich jetzt gucken kann. Ich kann den Chat wunderbar lesen und kann das relativ schnell leveln. Ja, ich krieg pro Kampf weniger XP, aber es geht insgesamt schneller. Weil guck mal, die Masse an Pokémon, die hier ist, die ich einfach besiege. Und es ist fürs EV-Farming auch saugut. Nee. Auch EV, Effort Value, stimmt schon. Ivy war das andere. Ja, ja. Ich selber durcheinander. Hier war ich noch gar nicht. Hier liegen auch noch TMs drin. Meteorologe. Ja. Kann ich, wisst ihr nicht, was Anständiges lernen? So eine Handwerkerausbildung oder so? Ja. Infrarotbank. Ja, genau, so ein Ding brauche ich. Was bist du? Warte, muss ich es bekämpfen? Nein, ich muss es nur encountern. Sehr schön. Würde ich aufstehen. Ach, Gott. Fee? Du sitzt zu lange, Dave. Ja, ja, ist ja gut. Nee. Was ist das? Was ist das? Fee? Was ist Liebe? Ist Fee, okay. Feen gleich Liebe. Na gut. Einfach keine Hydropumpe raushauen. Das hätte ich auch gleich gemacht. Immer mich aufstehen lassen hier. Hier Tauchball. Bin zwar nicht auf dem Wasser, aber bleib einfach drin. Hörst du mir nicht zu? Nassschweif. Ja, das ist schlecht. Au! Wohin genau? Hallo, Cam. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für 38 Monate auf T2. Dankeschön. Wie geht's dir? Ja, komm. Einfach mal alles requesten. Auch noch schön den Witz hinterher. Ah. Haben wir. Was tut ein Beamter, der in der Nase bohrt? Er holt das Letzte aus sich heraus. Komm, der macht noch einen schlechten Witz. Sag mal! Schneelandschaft? Was ist denn Schneelandschaft für eine Attacke? Schneid doch schon. Eishaut? Warte mal, du heilst dich? Das ist ja frech. Ich glaube, es hält wirklich nur im Wasser. Ich sehe, warum ich keine Witze mehr einlöse. Ach, jetzt ein Crit Catch. Na, ist egal. Gefangen ist gefangen. Ja, toll, und dann kann ich halt keine Punkte mehr bekommen. Nein! Ich hatten wir schon. Besiege 30 Pokémon per Autokampf. Ja. 112 Beleber. Ach komm. So, was haben wir denn so noch so? Ein Pokémon vom Typ Kampf. Warum will ein Pokémon von hinten einen Ball draufwerfen? Ich will nicht eher das hier machen. So, 30. Ah, ja. Wie gesagt, wir müssen eh kurz leveln. Das passt schon. Ja, und sonst so? Das dauert halt jetzt kurz. Voltec 80. So, Wasserquill muss halt dann noch irgendwie gelevelt werden, aber auch in der Arena eigentlich eh nicht, ne? Hey Dave, hey Ladback. Nein, kein Phoenix Ride.
Endlich wieder Shiny Hand nimmt Nilsi. Na, wo bin ich? Ich wusste, dass es kommt. Ja, Shiny Handen. Nee. Nee. Shiny Handen ist mir zu doof. Ich bin ungeduldig. Magst du das? Hallo. Mach den kleinen Hund tot. Akani. Danke. Sag mal. Dass man hier mal bitten und betteln muss. Ist das ein Tannhell? Dann haben wir zum Glück schon. Dann muss ich nicht nochmal fangen. Mach's tot. Mach's tot. Die reine Wut wegen gestern. Ey, dieses Vieh hat so viel Bälle gefressen. Einfach Dreier Catch Rate. Wer hat sich überlegt, dass Tannhell eine Dreier Catch Rate braucht? Absolut für den Arsch. Vielleicht auch ein Item. Nee, so viele Items. Der Phoenix Ride kommt. Das wird jetzt. Ich hab nämlich. Was? Ich hab nämlich ein bisschen mal geguckt jetzt. Das wird jetzt so ein Hin- und Hergespringe zwischen den beiden Franchises, glaube ich. Final Fantasy und Phoenix Wright. Du bist tot. Ich hoffe, ich hatte dich schon. Ich meine schon. Nein, anderes. L, töten, töten, töten. Dass ich das ein bisschen hin und her springe, mal so mit einem Final Fantasy Teil durch ist, dass man dann Phoenix Wright spielt. Immer ein Wechsel quasi. So, weiter? Ne, ich hab nicht alles. Doppelmut. Weil zwei lange Spiele gleichzeitig spielen, finde ich halt echt Quatsch, muss ich sagen. Da kommen wir dann nicht mehr hinterher. Und beide dauern unendlich lang. Da ist dann absolut keiner zufrieden. Weil irgendwann denkt man sich dann so, oh, der ist erst bei der Hälfte, er spielt doch schon seit 2 Monaten. Oh, nee. Da habt ihr keinen Bock drauf, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das Spiel zu spielen. Hallo, da vor mir! Wo läuft Akani? Oh, zum Geier, Leute, danke. Ah, fuck. So, meine Lieben. Ich will mal eben bei McDonald's Notfutter holen und melde mich gleich mit wie Notfutter. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht und gesehen, da ist nichts drin. Aber hast Hunger und denkst dir, der Scheiße, muss ich jetzt zu McDonald's fahren. Kauf einfach nur Cheeseburger. Oh, Lance! Exakt das! Okay. Lance, lass dir mal einen Tipp von mir geben. Ich habe nichts mehr. Ich war nämlich auch noch nicht einkaufen. Ich habe Milch, Mehl und Eier. Deswegen ist das Einzige, ich habe nicht mal mehr eine Tüte Chips. Wenn du schon zu McDonald's gehst, deswegen, kauf einfach nur ganz normale Cheeseburger und Chickenburger. Und hast du noch Mayonnaise zu Hause? Wenn ja, kauf einfach nur Chickenburger und pack dir dann zu Hause Mayo drauf. Mach den Deckel hoch, Spritzer Mayo, Deckel drauf. Das ist so geil. Trust me. Chickenburger mit einem Spritzer Mayo, das ist das Beste. Oder zur Not kauf dir halt noch so eine Mayo-Packung mit bei McDonald's. Eine Mayo-Packung reicht für 2 Chickenburger. Cheeseburger, Chickenburger, Mayo wird geordert. Genau, du kannst auch irgendwie so einen Double-Cheeseburger nehmen. Die sind auch nicht schlecht. Aber so diese ganzen großen, weiß ich nicht, die finde ich persönlich nicht so geil. Die sind meistens ziemlich lätschert. Mit den kleinen macht man wenig falsch. Möchtest du den Bären jetzt töten? Mein Akani ist schon echt faul. So. Und Puppenmusiker, wunderschönen guten Abend. Kann ich einfach Puppen nennen? So, jetzt warte mal. Wie schaut denn das Team jetzt aus? Level 80, sehr gut. 83. Man sieht die ganze Zeit nichts von Lance und dann geht er. Ja. Ja. Dann ist halt Lance. Hat irgendjemand was anderes erwartet von Lance? Was? Wir sind die Buletten. Guck mal, der holt sich jetzt auch einen Burger. Merkst du? Dann nur Musiker. Bin ich dran, Dick. Hallo, Bär. Mach dich bereit für eine ordentliche Abneigung von uns, den Buletten. So gesoffen? Maki? Snubbel und Bu- oh, die Buletten. Snubbel. Okay. Ja, okay.
Ich verstehe es, aber der Gag ist scheiße. Das ist... Ja, der... Oh, Double Intimidate ist schon frech. Also für Akani ist das gerade richtig meh. Weil das ist halt alles. Hm. Ja, das ist schon blöd. Piu! Nice. Strong, strong. Ich nehme normalerweise 20er Chicken McNuggets und Chicken Burger. Oh, 20 Nuggets sind auch gut, ja. Aber ich sag, mach das mit dem Chicken Burger. Chicken Burger und Spritzer Mayo einfach drauf. Mega. Und jeder, der es ausprobiert hat, dem ich das gesagt habe, hat gemeint, das ist richtig geil. Granbull. Nochmal mit No. Dreimal Intimidate. Nice, das heißt, wir sind auf minus 3. Nein, die wird aber nie wieder Schaden machen. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Granbull, to be honest. Ich hoffe jetzt einfach, dass das gleich... Shit, Swally. Fuck. No, really? Ha, zurückgeschreckt. Sehr gut. Zurück. Ja, perfekt. Saugut. So, dann machen wir mal Flammenblitz. Das tötet auf jeden Fall. Das ist die Lichtkanone auf Snubbel. Hätte einer Terrakium und Kobalium hin und her traden. Ja, so. Dragon Kid möchte was? Terrakium und Kobalium. Hat da jemand? Kann da jemand aushelfen? Ich obviously not. Da steht Siberia da hinten. Geiler Kampf, ich will auch. Dass er keiner das überlebt hat, ist echt ein Wunder. Muss ich dann wirklich sagen. Bo. So. Lass mal in diese Höhle reingehen. Ach, das ist die Elektrohöhle. Hier waren wir schon. Wir gehen sofort wieder weg. Nein. Im Leben gehe ich da nicht mehr rein. Höchstens mit Guide. Ich verlaufe mich da wieder. Ich bin da nie wieder raus. So, was haben wir hier für einen Käfer? Ein Käferjugend. In Europa war es sogar nur. Ah, nee. Lass mal. was ist mit dir da? Willst du noch kämpfen? Mal heiß, mal kalt, der Temperaturunterschied gibt mir genau den richtigen Kick und härtet mich obendrein noch ab. Den richtigen Kick. Ja. Ein richtiger Kick. Ob du erfrierst, weil du dachtest, es wird heiß und deswegen in Badehose da bist. Oder ob du einen Hitzschlag kriegst, weil du mit dem Parker am Strand hängst. Bei 30 Grad im Schatten. Ja, auch mal einen richtigen Kick, wenn ich weiß, ob ich überlebe oder nicht. So, was machst du denn da oben, Petsnief? Na komm, guck mal den Red noch an. Hopp. Verdammt. Und dann gehen wir zu dem Top 4 Heini. Was haben wir hier? Ein Kampf Sandan. Ja, nee. So, warte mal. Der war irgendwo hier unten jetzt. Komm. Nee, da. Das sind die einzigen beiden, die mir noch fehlen im Dex. Hey. Nein, keine Mücken. Warum habe ich denn hier eine Mücke drin gehabt überhaupt? Was ist eigentlich schon los? Warte, hier ist noch ein Raid. Und Item. Okay. Hat ein Stück Eis. Okay. Was ist denn der Raid? Ich blind? Hä? Das ist doch genau hier. Hä? Ach so, nee, ach, das ist dein Ding. Ey, wir sind eben ein bisschen im falschen Gebiet, ne? Wir müssen jetzt im Feuer. Wo kann ich hier hinfliegen? Da. Aber erst heute angefangen mit den drei Decks voll zu machen. Bin genervt. Ja, Decks voll machen ist immer so eine Sache. So, perfekt. Heilen. Ich glaube, ich sollte mir Hydra King ein bisschen nach hinten packen, oder? Wäre eine Idee. Nein, nicht das.
Lass mal Kingdra. Illvoltic, ja. Damit wir das in der Hinterhand haben. So. Speichern.